Ja, einen schönen guten Abend im Aktionsradius Wien. Wir begrüßen Sie gleich mit einer mystischen Einlage. Und als allererstes möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen und bitten, die Handys ganz auszuschalten oder zumindest in den Flugmodus zu geben. Ja, und jetzt begrüße ich Sie nochmals ganz herzlich zum heutigen zweiten Abend unseres Schwerpunkts Mystik, den wir bis Ende März verfolgen. Und heute spannen wir den Bogen ein bisschen weiter. Letzte Woche haben wir sozusagen die Grundlagen gelegt. Karl-Heinz Steinmetz wäre hier mit christlicher Spiritualität, christlicher Mystik und Wissen aus dem Mittelalter. Und heute erweitern wir diesen Bogen von der christlichen Mystik auch zum Zen-Buddhismus. Und ich begrüße ganz herzlich Ursula Barz. Ja, wir haben Sie eingeladen, um dieses Thema heute vorzutragen und mit uns auch im anschließenden Gespräch zu erläutern. Ursula Barz ist Religionsphilosophin, auch Wissenschaftlerin, Journalistin und auch Autorin vieler Bücher. Und sie hat sich genau auch mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit diesem spannungsreichen Verhältnis zwischen Christentum und Zen-Buddhismus. Sie selbst praktiziert Zen auch seit vielen Jahrzehnten. Sie ist auch Zen-Lehrerin und ja, in dem Sinne prädestiniert, sich dieses Themas anzunehmen. Eines ihrer Bücher hieß einmal Erleuchtung trifft Auferstehung. Und dieses Buch hat genau diese Fragestellungen thematisiert und ist auch der Frage nachgegangen, ob das ein Widerspruch ist, diese Verbindung herzustellen, oder ob es überhaupt so problemlos möglich ist, Zen aus dem buddhistischen Kontext herauszulösen. Das heißt, man kann es natürlich auch von kritischer Seite beleuchten und dennoch gab es immer wieder in beiden Religionen auch Pioniere, die diesen interreligiösen Austausch und die interreligiöse Spiritualität auch befördert haben und gefördert haben. Und ein ganz wichtiger Vertreter dieser Pioniere ist Hugo Makibi Enomia Lassalle, ein Jesuit und ein Zen-Lehrer und ein Mann des Friedens, der sehr viele Menschen berührt hat und bewegt hat. Und auch Ursula Barz hat ihn gut gekannt und auch bei ihm Zen-Unterricht genommen. Und sie ist auch die Biografin von Hugo Lassalle. Sie wird sicher das dann noch näher auch erläutern. Ja, und wir haben es in der Ankündigung auch schon ein bisschen geschrieben. Was braucht es, wenn Menschen sich für beide Religionen, für die Praxis beider Religionen interessieren? Und Ursula Barz hat diese Menschen einmal spirituelle Wanderer genannt und hat das auch so formuliert, dass spirituelle Wanderer einerseits Landkarten brauchen, also Traditionen, Texte über die jeweilige Religion und Praxis, und auch religiöse Führer oder Begleiter, spirituelle Führer, die sie da auf dem Weg begleiten können. Ja, zu Ursula Barz habe ich schon gesagt, sie ist eben auch Journalistin, Autorin und Religionsphilosophin, auch Zen-Lehrerin. Sie hat Zen auch Zen-Trainings bei Hugo Lassalle, Robert Aitken, bei Amasami und Anna-Maria Schlüter-Rodes an der Escuela Sendo Betania in Spanien absolviert und von dort hat sie auch die Lehrerlaubnis. Außerdem ist sie auch Qigong-Lehrerin und Achtsamkeitstrainerin. Morgen beginnt im Bildungshaus Leins ein achtwöchiger Achtsamkeitslehrgang, also wer sich dafür noch interessiert. Und im Bildungshaus Leins gibt es auch und auch an anderen Orten immer wieder Zen-Angebote von Ursula Barz. Also da können Sie sich auch im Nachhinein vielleicht bei ihr erkundigen, wenn das jemanden interessiert. Sie hat ein paar Bücher mitgebracht, weil viele ältere Bücher schon vergriffen sind und nur mehr über das Online-Antiquariat zu besorgen sind. Aber einige liegen auch hinten am Büchertisch auf und können gekauft werden heute oder sich auch von der Ursula signieren lassen. Es gibt auch noch ein paar Bücher von letzter Woche von Karl-Heinz Steinmetz über die heimische Spiritualität und auch über das alte Heilwissen der traditionellen europäischen Medizin. Unser Schwerpunkt geht jetzt im Februar noch an zwei Abenden fort.
setzt sich fort, nämlich am Mittwoch. Da wenden wir uns dem Sufismus zu und Mevlana Rumi, einer wichtigen Figur in der islamischen Mystik. Und Mittwoch in einer Woche, am 8. Februar, ist wieder Ursula Batz bei uns zu Gast, dann als Moderatorin. Der Abend widmet sich Dorothee Sölle und steht unter dem Titel Mystik und Widerstand. Dann gibt es ein paar Wochen Pause und im März setzen wir fort. Nehmen Sie sich gern den Flyer mit. Ein Abend ist noch dazugekommen, den finden Sie nur auf der Website. Am 9. März gibt es noch einen Abend zu Heilformen von Naturvölkern und schamanischen Traditionen. Ja, die Abende kommen ein bisschen zeitverzögert, ein, zwei Wochen später dann auch in unser Medienarchiv. Wenn Sie es noch einmal anhören wollen oder eben verbreiten, sind Sie herzlich eingeladen. Und nach dem Vortrag wird Andrea Hiller dann das Publikumsgespräch moderieren und auch mit Ursula Batz noch ein kurzes Gespräch führen. Sie sind herzlich eingeladen, auch sich daran zu beteiligen. Ja, ich bedanke mich jetzt auch noch beim Team des Aktionsradios und ganz speziell bei der Technik, Mischa Händel an der Kamera und Wolfgang Blädel für den Livestream verantwortlich. Und Ihnen wünsche ich einen sehr inspirierenden Abend. Ich gebe dich, Ursula. Ja, vielen Dank für die opulente Einleitung. Ich muss einfach mal kurz das Licht hier etwas aus meinen Augen bringen, aber das lässt sich nicht machen, so einfach. Wenn ich heute Abend vor allem über Hugo Enomio Lassalle spreche, dann einfach deswegen, weil er de facto, de jure de facto und auch historisch, der Erste war, der sich wirklich eingelassen hat als Christ auf eine Zen-Praxis. Das hat zwar in Japan eine gewisse Vorgeschichte gehabt, aber er war eindeutig derjenige, der sich getraut hat, diesen Schritt zu machen. Gut, aber davon später. Und natürlich, und das kam jetzt ohne dich schon in dem, was die Uschi Schreiber gesagt hat, es ist zu einem guten Teil, auch hängt das ganz unmittelbar mit meiner eigenen Lebensgeschichte zusammen. Das heißt, es ist nicht nur eine Theorie, die ich da jetzt vortrage, das auch, und relativ auch vielleicht manches an historischen Rückblicken, aber es hat unmittelbar auch mit dem zu tun, was mich im Laufe der Jahre bewegt hat. Dieses Thema Zen und christliche Mystik, das ist auf den ersten Blick, könnte man ja meinen, es ist ein Widerspruch. So die üblichen Klischeebilder zum Thema Buddhismus und Christentum ist der nette, entspannte Buddha und der schmerzhafte Jesus. Das ist so ein klassisches Klischee. Andere Klischees sind, was weiß ich, die Buddhisten sind ganz offen für andere Traditionen, sind humanistisch, haben keine Dogmen, etc., etc. Das ist alles nicht richtig. Schluss, ganz einfach gesagt, weil es im Wesentlichen das, was wir heute als Buddhismus wahrnehmen, ist das Ergebnis eines Modernisierungsprozesses, der bereits im 19. Jahrhundert begonnen hat. Bevor ich das kurz streife, das sind einfach jetzt ein paar Vorbemerkungen, die ich machen muss, damit irgendwie klar wird, wo diese Zen-Praxis im christlichen Kontext zu verorten ist. Also vielleicht sage ich das jetzt gleich nochmal und ich werde es ein paar Mal sagen, sowas wie christliches Zen gibt es nicht, das kann es nicht geben. Es gibt entweder Zen oder es gibt eine andere Praxis, aber christliches Zen gibt es nicht. Es gibt allerdings Zen-Praxis im christlichen Kontext. Aber darüber dann noch später, das ist diese Vorstellung, dass zwei Religionen miteinander sich vertragen können, entspricht natürlich überhaupt nicht der momentanen identitätspolitischen Korrektheit, nicht? Weil das ja eigentlich sozusagen nicht geht. Aber das können wir dann im Gespräch noch erörtern. Ich möchte gerne mal als erstes noch einen kleinen Rückblick machen in die Geschichte der christlichen Mystik. Also nicht ausführlich, weil
das hat erstens Karl-Heinz Steinmetz letztens auf seine Weise gemacht. Zweitens gibt es einfach nur ein paar Punkte, die mir wichtig sind zu erörtern. Das erste ist, dass der Buddha im frühen Christentum keineswegs unbekannt war. Es gibt von dem Kirchenvater Clemens von Alexandrien einen Ausspruch, wo er sagt, der Buddha ist ein Vorbild, kann ein Vorbild für Christen sein. Das verblüfft vielleicht, aber wenn man sich überlegt, dass die Seidenstraße und nicht nur die Seidenstraße, sondern auch andere Handelsstraßen in Alexandrien geendet haben, sozusagen, also der große Hafen, dann ist vielleicht klar, dass da auch Personen waren, die sich mit Indien beschäftigt hatten, die in Indien gewesen waren. Alexander der Große war um diese Zeit noch nicht so lange her. Und die Nachfolgereiche von Alexander dem Großen haben um diese Zeit, also um 100, 200 nach Christus existiert. Das ist das eine. Das zweite ist, dass für die frühe Kirche, also für die frühen Kirchenväter, es ganz selbstverständlich war, zu sagen, Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde. Wenn Sie das heute in einer Kirche sagen würden, egal in welcher, würde das unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, aber jedenfalls nicht als selbstverständlich wahrgenommen werden. Das war aber über viele Jahrhunderte eine ganz selbstverständliche Perspektive, die dann verloren ging, aus verschiedenen Gründen. Eine wichtige Gestalt in dieser Geschichte ist der sogenannte Pseudo-Dionysius Areopagita, von dem man eigentlich nichts weiß, außer dass er sich selber Dionysius Areopagita genannt hat, irrtümlicherweise oder vielleicht so genannt wurde. Wichtig ist aber die Art und Weise, wie er formuliert. Nämlich, er sagt, es geht um eine Erfahrung, die auf einen über unerkannten und überhellen und höchsten Gipfel führt. Also das ist so das Bild einer Bergbesteigung. Und verborgen in der überhellen Finsternis, der in das Geheimnis einführenden Stille. In der tiefsten Finsternis überbeleuchtet diese Finsternis das, was am meisten überhell ist und in dem, was gänzlich untastbar und unsichtbar ist. Falls Sie sich verwirrt fühlen, ist das ganz korrekt. Es ist sind paradoxe Ausdrücke, mit denen Dionysius Areopagita versucht, eine Erfahrung in Worte zu bringen, die sich der Alltagserfahrung verweigert. Wenn vorhin dieser Nebel da war, das muss man sagen, hat eigentlich nur mehr mit dem englischen Wort Mysti, also neblig zu tun und nicht so sehr mit Mystik, weil mystische Erfahrung aller Sorten eine sehr klare Erfahrung ist. Also es ist keine diffuse und vernebelte, das mag vielleicht so ausschauen, aber es ist eine sehr klare Erfahrung. Das Problem ist nur, dass man sie nicht so einfach, wie ich jetzt sagen kann, das ist mein Teehäferl, also nicht meins, das gehört ein Aktionsradius. Und da ist auch ein Tee drin, den kann außer mir gerade niemand schmecken. Aber alle wissen, was Tee ist. Ne? Aber das ist mit spirituellen oder mystischen Erfahrungen im Spezielleren nicht ganz so einfach. Gut. Es gab in der Geschichte dann, also ungefähr, sagen wir mal, 800, 900 Jahre nach dem Dionysius, gab es dann auch Probleme mit Leuten, die sich irgendwie ihre eigenen Gedanken gemacht haben und dann wo es dann eine Diskussion gab zwischen dem, was von der kirchlichen Institution gesagt wurde und dem, was manche Leute für richtig gehalten haben oder was sie für ihren Weg gehalten haben. Das wäre jetzt eine große Diskussion, über die Ketzer zu sprechen. Es ist nur wichtig, dass das Christentum einfach nie eine einheitliche Tradition war, sondern immer ein vielfältiger Strom von ganz verschiedenen Perspektiven und Meinungen, wo es natürlich den Versuch gab, von Seiten der oberen Hierarchien bestimmte Sachen durchzusetzen. Und das gilt sowohl für die Ostkirche wie für die Westkirche. Aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, sich selber ihren Reim drauf zu machen. Wichtige Gestalten in dieser Geschichte sind Meister Eckhart, auch im 13. Jahrhundert, und dann später der Kardinal Nikolaus Cusanus, die beide
mystische Erfahrung einerseits in Versuchen in Worte zu kleiden, in Sprache zu bringen, auf der anderen Seite vor allem Eckhart in seinen deutschen Predigten auch anzuleiten. Und für beide ist ganz selbstverständlich, dass Gott nichts ist, was man wie ein Wasserglas haben kann oder worauf man zeigen kann wie ein Wasserglas. Eckhart sagt, das ist das berühmte Wort, man muss Gott um Gottes Willen lassen. Und für Cusanus ist Gott jenseits des Zusammenfallens der Gegensätze. Also auch da wieder dieses paradoxe Moment. Ich streife das einfach nur, weil es wichtig ist, diese Vorgeschichte zu kennen, ein bisschen, damit sich das irgendwie dann klärt. Die zwei wichtigen Gestalten, auch für unseren Kontext jetzt, sind Johannes von Kreuz und Teresa von Avila, spanische Mystik im 16. Jahrhundert. Diese beiden, beides sind Kirchenlehrer, diese beiden haben sich erstens bemüht, den Karmeliterorden zu reformieren. Also darauf will ich jetzt nicht eingehen. Man muss einfach sagen, die Orden waren über weite Strecken ja auch durchaus Orte, wo man nicht unbedingt arm gelebt hat, vielleicht abgeschlossen, aber durchaus feudal. Und für beide ist ganz wichtig, dass diese unmittelbare Erfahrung Gottes nur möglich ist, indem man alles, was äußerlich ist, lässt. Johannes vom Kreuz formuliert das zum Beispiel so, er sagt, um dahin zu kommen, alles zu schmecken, wolle an nichts Geschmack haben. Um dahin zu kommen, alles zu besitzen, wolle in nichts etwas besitzen. Um dahin zu kommen, alles zu sein, wolle in nichts etwas zu sein. Und das heißt natürlich auch keinen Rang haben, keinen Namen haben, etc. Um dahin zu kommen, alles zu wissen, wolle in nichts etwas wissen. Dieses Wort nada, nada auf Spanisch nichts, ist sozusagen das Markenzeichen des Johannes vom Kreuz. Und für die Teresa, die für die ganz entscheidend war, das Gebet der Ruhe, also ein Gebet, in dem keine Worte mehr da sind, in dem keine Bilder mehr da sind, für sie ist so ein klassischer Ausdruck, solo Dios, basta, nur Gott, basta, es reicht. Wenn ich sage Gebet der Ruhe und keine Bilder und keine anderen Bereiche, keine anderen Vorstellungen, dann ist das etwas, was seit dem frühen Christentum ganz selbstverständlich war. Es gibt aus der frühen Zeit von den Mönchsvätern den Ausdruck, das höchste Gebet ist, wenn der Betende nicht mehr weiß, das und was er betet. Also etwas, was über das Denken, über das Vorstellen, über unsere normalen Kommunikationsverhältnisse hinausgeht, in eine sozusagen transzendente Dimension. Ich sage sozusagen, weil das wäre natürlich eine eigene Diskussion wert. Nun hat sich aber dann herausgestellt, dass es dieses Gebet der Ruhe als Weg der Einigung mit Gott ein gewisses Problem ergeben hat. Ich kann das jetzt da nicht ausführen genau. Das Problem entstand aus mehreren Gründen. Erstens, weil die staatlichen Kontrollen, und man muss ja immer bedenken, dass die Zusammenarbeit von Staat und Kirche zur Kontrolle des allgemeinen Volkes ja sehr effizient war. Also wenn man von der Inquisition spricht, dann muss man auch vom Staat sprechen. Das war nicht die Kirche allein, das war der Staat auch. Und das wäre ein eigenes Thema jetzt. Aber es gab jedenfalls durchaus Interesse, dieses Gebet der Ruhe als störend zu empfinden. Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem aber auch deswegen, weil 17. Jahrhundert, das ist die Zeit des Absolutismus, und der Absolutismus ist ein bisschen die Wiege unseres kapitalistischen Systems heute, jedenfalls der Bereich, der Zeitraum, in dem die Arbeit für den Staat und für das Wohlergehen des Staates, sprich Merkantilismus, sehr bedeutend wurde. Das heißt, zu sagen, Ruhe ist der höchste Wert, war nicht sehr erwünscht. Das ist eine komplexe Geschichte, die ganz viel auch mit den Intrigen am Hof von Ludwig XIV. Zu tun hat, wo eben Madame Guyon, eine hochadelige Dame,
unterwegs war. Auf jeden Fall, Fazit war, es gab dann eine Diskussion, einen Streit zwischen zwei Kardinälen, wobei die Madame Guyon letztlich dann die Leidtragende war. Im Endeffekt, und das ist das Wichtige für uns, hat Papst Innozenz XI. 1687 dieses Gebet der Ruhe und alles das, was man in der christlichen Tradition bislang als Kontemplation kannte, als heretisch erklärt und de facto verboten. Das heißt, es gab es nicht mehr. Und damit war aber der Ort der Selbstkultivierung, dieser Ort des überlichten Dunkels, unbesetzt. Und das ist auch die Zeit, wo sich Spiritualität von Religion zu trennen beginnt. Im 19. Jahrhundert entdecken dann die Künstler und Intellektuellen den Buddhismus und die Hindu-Traditionen und entdecken dort dann etwas, was sie als Alternative zum Christentum wahrnehmen. Das Weltparlament der Religionen 1893 ist einer der ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkte, wo das erste Mal Leute aus Japan, aus Sri Lanka, aus Indien auftreten und Vorträge halten und den Christen, christlichen Denominationen, den Vertretern der christlichen Denominationen erklären, wo es lang geht sozusagen, dass sie eigentlich die bessere Version von Religion haben. Das Ganze verbindet sich dann durchaus mit nationalistischen Dingen, führt zu weit. Auf jeden Fall wird dann um diese Zeit, so ab Beginn des 20. Jahrhunderts spätestens, der Buddhismus als eine relevante Alternative zum Christentum betrachtet. Und natürlich von den christlichen Kirchen als Gegner. Also der Buddhismus wird zum, nicht so wie bei Clemens von Alexandrien, sondern der Buddhismus wird dann zum Gegner, zum Widerpart, zu natürlich heidnisch. Man muss ja auch bedenken, um diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts, war die übliche Sicht der Dinge, dass die Andersgläubigen, und zwar protestantisch wie katholisch, eigentlich dann in die Hölle kommen. Man kann sich das heute nur noch schwer vorstellen, aber das war die allgemeine Auffassung sowohl bei Protestanten wie bei Katholiken, wobei die Hölle natürlich sowohl von katholischer Seite für die Protestanten und von protestantischer Seite für die Katholiken zugemessen war. Und natürlich, wenn ich jetzt ausgelassen habe, das sind die orthodoxen Kirchen, da ist das genauso, zum Teil auch bis heute. Gut, in dieses Setting hinein muss man sehen, dass diese Frage von Christentum und Zen-Buddhismus sozusagen eingebettet ist. Wobei Hugo La Salle, ein Jesuit, keineswegs von diesen Fragen so besonders affiziert war. Er war einfach jemand, der als junger Mann nach Japan geschickt wurde, aber davon eins nach dem anderen. Er entstammt einer Hugenottenfamilie, also die Hugenotten waren Evangelische, die aus Frankreich flüchten mussten, weil der französische König die Protestanten verfolgt hat. Und die Familie La Salle wurde dann im Laufe der Zeit aufgrund von Heirat und Ähnlichem dann katholisch. Und sie waren, um 1900 war diese Familie La Salle etwas, was eigentlich ganz selten ist, nämlich sie waren in Norddeutschland zu Hause, sie waren katholisch, sie waren gebildet, sie waren Millionäre. Millionäre deswegen, weil der Großvater von Hugo La Salle, ursprünglich ein buchstäblich armer Schneider, offenbar war ein sehr geschickter Mann, dadurch, dass der preußische Staat ein Militärstaat war und Ende des 19. Jahrhunderts einen großen Aufstieg machte, hat der, weil er offenbar sehr gute Uniformen geschneidert hat, ist er dadurch zum Millionär geworden. Und so ist der junge Hugo La Salle in einer Familie aufgewachsen, in der eigentlich nichts gefehlt hat, mit zwei Schwestern und zwei Brüdern, wobei der eine Bruder offensichtlich irgendeine Art von Behinderung hatte, weiß man nicht so genau. Sie sehen Hildesheim 1907, da war er zu Hause, da war eine geordnete, schöne Welt. Dann kam der Erste Weltkrieg und
die große Begeisterung. Die Mama von Hugo Lassalle hat allerdings die Männer der Familie abgehalten, sich freiwillig zum Militär zu melden, weil sie offensichtlich diese Geschichte eher skeptisch betrachtet hat. Das hat nichts genützt. Lassalle wurde dann eingezogen zum Militär, genauso wie sein Bruder und sein Vater. Und wie dann der Krieg verloren war, war er verletzt im Lazarett, was ein Glücksfall war, weil er wäre sonst an der Westfront wahrscheinlich irgendwo in einem Massengrab gelandet. Weil das war so ein Gemetzel, so wie wir das heute in der Ukraine haben. Völlig sinnbefreit. In diesem Lazarett, da war er 17, hat er ein Buch gelesen über einen Soldaten, der mit einer Verletzung im Lazarett liegt und sich fragt, was er jetzt mit seinem Leben weiter anfangen soll. Und der beschließt dann, Priester zu werden und Ordensmann. Wahrscheinlich wissen manche, dass es sich dabei um Ignatius von Loyola, den Begründer der Jesuiten, handelt. Also er hat diese Biografie gelesen und hat dann beschlossen, Jesuit zu werden. Zu diesem Zweck ist er dann nach Falkenburg in Holland gegangen, denn in Deutschland waren die Jesuiten verboten, nach wie vor, also das hat sich dann erst später aufgelöst. Und er hat dann in Falkenburg studiert und auch in England studiert und hat dort mit japanischen Mitbrüdern zu tun gehabt, weil die Jesuiten ab ungefähr 1914, glaube ich, in Japan eine Niederlassung hatten und junge Japaner, die Jesuiten werden wollten, da gab es offensichtlich ein paar, die sind dann auch nach Holland gekommen. Das heißt, er hat sehr früh Kontakt gehabt und hat sehr früh begonnen, auch offenkundig Japanisch zu lernen. Eigentlich wollte er in die Afrika-Mission. Und er hat irgendein tolles Buch gelesen, hat dann an seinen Vorgesetzten, an den Pater General in Rom geschrieben, also er möchte in die Afrika-Mission, dann hat er einen Brief zurückgekriegt, da stand, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für Japan gemeldet haben. Und das heißt, er hat sich dann aber da hineingekniet und hat eben Japanisch gelernt und hat sich auch beschäftigt mit der japanischen Kultur. Die Jesuiten haben damals bereits sehr viel so auch an sozialpolitischen Untersuchungen gemacht. Und wie er dann 1929 nach Japan ging, hat er dort auch sofort begonnen mit einem Sozialprojekt. Aber bevor ich das weitererzähle, muss ich noch was anderes sagen. Lassalle hat in sehr jungen Jahren, also als Novize, da war er wahrscheinlich 18, 19, eine sehr tiefe mystische Erfahrung gemacht, über die er nie sehr viel berichtet hat, die aber für ihn, wie man aus seinen Tagebüchern weiß, die ich lesen durfte, sehr maßgeblich war. Und der Orden, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Jesuiten ausgebildet werden. Jesuiten haben einmal ein Philosophiestudium, dann kommt ein Praktikum, dann kommt das Theologiestudium und dann kommt noch ein sogenanntes Tertiat. Das heißt, sie kriegen dann noch eine spezielle spirituelle Intensivausbildung und dann erst werden sie Jesuiten. Und für diese spezielle Intensivausbildung ist Lassalle zu einem Jesuiten nach Frankreich geschickt worden, der sich tatsächlich mit christlicher Mystik wirklich gut auskannte, also sowohl theoretisch als auch praktisch. Das war um diese Zeit ja überhaupt nicht selbstverständlich. Um diese Zeit wurden anderswo Leute, die sich zu laut mit Mystik beschäftigt haben, auch exkommuniziert. Also George Tyrrell, ein irischer Jesuit, wurde, weil er sich so für Mystik interessiert hat, so lautstark rausgeschmissen. Also es war nicht selbstverständlich. Dieser Mann in Frankreich aber war offensichtlich irgendwie von einer Weise, die nicht konfrontativ war. Und bei ihm hat Lassalle dann ganz wichtig die spanische Mystik kennengelernt. Das war also eben dieses Nada, Nada und das Gebet der Ruhe. Das heißt, er war vertraut mit dieser christlichen mystischen Tradition, was um diese Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war und was bis heute übrigens nicht selbstverständlich ist, dass Theologen eine Ahnung haben davon. Das war so die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ihn aber auch von Anfang an begleitet hat, war, dass er
einer Gruppe angehört hat oder einer Strömung angehört hat innerhalb der katholischen Kirche, also der römisch-katholischen Kirche, die darauf aus war, bereits in den 1920er Jahren sich gegen den Kolonialismus, gegen den europäischen Kolonialismus zu positionieren. Was man selten weiß, es gab einen Benedikt den 15. Und dieser Benedikt der 15. War erstens ein Verfechter des Friedens und auch eines gerechten Friedenvertrags. Er war das so intensiv, dass man den Vatikan dann zu den Friedensverhandlungen in Frankreich nicht eingeladen hat, weil man gefürchtet hat, er könnte diese Knebelverträge verwässern. Und er hat auch, dieser Benedikt der 15. hat auch ein Schreiben herausgebracht, Maximum Illud, wo er explizit sagt, dass es die Aufgabe der Priester in der Mission ist, erstens dafür zu sorgen, dass möglichst viel einheimischer Klerus und auch Hierarchie, also Bischöfe, es gibt. Zum Zweiten aber, dass es die Aufgabe der Priester ist, in der Mission mit dem Land, mit den Menschen in dem Land, der Kultur in dem Land, sich anzufreunden und einzulassen und nicht hier ein europäisches Christentum zu bringen. Was damit gemeint ist, ist ganz klar. Ich habe zum Beispiel in Japan, war ich mal in einer Kirche, die von einem italienischen Orden betrieben wurde. No, die japanischen Damen haben das Deckerl am Kopf gehabt, so wie man das damals, heutzutage glaube ich, ist das auch nicht mehr in Italien, aber damals war das üblich, dass Frauen eben mit so einem kleinen Deckerl am Kopf in die Kirche gehen müssen. Diese Italiener haben das einfach als wichtig empfunden. Nicht? Und genau gegen solche Dinge hat sich der Benedikt der 15. und eine ganze Gruppe, die vor allem in Löwen, an der Universität Löwen beheimatet war, dagegen gestellt. Und LaSalle hat zu dieser Gruppe gute Kontakt gehabt und hat offensichtlich also diese Idee mitvertreten. Das hat dann dazu geführt, wie er in Japan war, hat er erstmal begonnen, eben ein großes Sozialprojekt in den Slums von Tokio aufzurichten, weil Japan war damals ein extrem armes Land. Das war das eine. Und das zweite war, dass er relativ bald, weil er sehr gut Japanisch konnte, dann zum Obermissionssuperior, also zum Oberen der japanischen Jesuiten-Community ernannt wurde. Und dann von Tokio nach Hiroshima übersiedelt ist. Warum Hiroshima? Es gab ja im 16. Jahrhundert schon mal Jesuiten in Japan. Francisco Javier, Franz von Xaver, kam dorthin und andere. Und Hiroshima war damals einer der Stützpunkte. Also ist er sozusagen zurück in die Jesuitengeschichte gegangen. Und hat dort ein Noviziat gebaut, das ein Gebäude in japanischem Stil war, 1936. Das Interessante ist, dass die japanischen Christen, die wollten eigentlich was Europäisches haben. Aber er wollte einfach eben von vornherein ein Christentum, das für Japaner und japanische Christen in japanischer Kultur integriert ist. Er hat zum Beispiel dann auch bereits Anfang der 40er Jahre nach Rom geschrieben, ob er nicht vielleicht die Messe auf Japanisch lesen darf, weil damals durfte man Messe nur auf Lateinisch lesen. Das ist schon lange in Vergessenheit geraten, dass das so war, aber es war so. Hat natürlich eine negative Antwort gekriegt. Das wurde erst 40 Jahre später dann im Zweiten Vatikanischen Konzil erlaubt. Das heißt mit anderen Worten, er hat sich da sehr bemüht, ein japanisches Christentum zu entwickeln. Und in diesem Zusammenhang muss man sehen, warum er sich für Zen interessiert hat. Der Punkt war nämlich, dass die Zen-Praxis, dass die Japaner dieses viele Sprechen der Europäer in der Kirche eigentlich nicht sehr gutiert haben. Das hat nicht zu ihrer Frömmigkeit oder zu ihrer Spiritualität gepasst. Und also hat er versucht, eine Form des Gebets zu finden, die für diese Kultur der Stille in Japan passt. Und da haben ihn Bekannte, er hatte also eine Menge
japanische Freunde und Bekannte, und die haben ihm gesagt, er soll doch mal in ein Zen-Kloster gehen, weil das würde die japanische Kultur am besten wiedergeben. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Er ist im Winter 1943 in ein Zen-Kloster gegangen, hat dort ein Session gemacht. Also erstens muss man wissen, in einem Zen-Kloster wird nicht geheizt und der Winter ist in Japan auch kalt. Zum Zweiten war das bereits während des Krieges. Und zum Dritten kam er dann nach Hause. Mir hat dann ein Jesuitenpater, der damals bei ihm Kaplan war, dann gesagt, der Saal sei zurückgekommen und hätte gesagt, er wüsste jetzt, wie das Fegefeuer ist, weil er einfach so Knieschmerzen gekriegt hat vom Sitzen. Er hat aber irgendwie verstanden, bereits damals, dass die Lebensweise dieser Zen-Mönche eigentlich seiner eigenen Lebensweise sehr ähnlich ist, also sehr asketisch. Und kam daher zu dem Schluss, dass wenn die Lebensweise ähnlich ist, die grundsätzliche Ausrichtung auch ähnlich sein muss. Das ist ein an sich zulässiger Schluss, nicht? Weil man sieht an der Lebensweise eines Menschen, welche Haltung jemand hat. Also ich will das jetzt nicht ausführen, es gibt da im Kontext der Klimadiskussion eine ganze Reihe von Positionen, wo man das sehr gut lesen kann. So, jetzt sehe ich nur, okay, da fehlt ein ganz wichtiger Teil, da habe ich irgendwie, der ist mir irgendwie verkommen bei der Vorbereitung. 1943 war Japan schon länger Teil des Kriegsgeschehens und wie Sie vielleicht wissen, hat sich ja die japanische Regierung bzw. das japanische Militär geweigert, sich zu, also Frieden zu schließen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Amerikaner zwei Atombomben abgeworfen haben, die eine auf Hiroshima, die andere auf Nagasaki. Und die auf Hiroshima, die hat ja LaSalle selbst erlebt. Es gibt sehr dramatische Beschreibungen, wie das war. Und er hat eigentlich, muss man sagen, ein enormes Glück gehabt, weil er hat sich in dem Pfarrhaus aufgehalten. Und dieses Pfarrhaus war anders als japanische Häuser, aus Stein. Und dadurch hat er überlebt, weil wäre er in einem japanischen Holzhaus gewesen, wäre er, so gut wienerisch ausgedrückt, abrennt bis auf die Zechen. Also tatsächlich buchstäblich. Ich habe mir das in Hiroshima im Museum angeschaut. Leute, die in diesem Abstand vom Zentrum der Bombe waren, die sind einfach verbrannt. Ich meine, die Hitze, wie man weiß, war so groß, dass der Basalt vor einer Bank geschmolzen ist, weswegen man bis heute den Schatten, der damals draufgefallen ist, sehen kann. Er hat das unbeschadet überstanden und wurde dann noch 92, das heißt, er hat erstaunlicherweise keinerlei Schäden davongetragen. Er musste alle halben Jahre zur Untersuchung. Mittlerweile weiß man, dass das also nicht, dass er einfach großes Glück hatte, weil die Radioaktivität sich ja nicht flächendeckend gleichmäßig verteilt, sondern an manchen Punkten mehr ist und an anderen weniger. Und er hatte ja offensichtlich großes Glück. Dann hat er eine Kirche gebaut, nachdem also dann der Frieden war, hat eine Gedächtniskirche gebaut in Hiroshima, eine Kirche auch in japanischem Stil, und wollte eigentlich in dieser Kirche seine Inkulturationsarbeit fortsetzen. Das heißt, Messen in japanischem Stil und so weiter und so fort. Nun hat es aber viele Jesuiten und auch andere Geistliche gegeben, denen das überhaupt nicht gepasst hat. Und offensichtlich hatten die da irgendwie irgendwas inszeniert. Auf jeden Fall an dem Abend, es gab also 1954, am 6. August, wurde die Kirche eingeweiht. Das war ein Riesenfestakt, wo Vertreter des diplomatischen Korps da waren, des Kaiserhauses. Es war wirklich, alle Welt war da. Und es war auch wirklich eine internationale Aktivität, diese Kirche zu bauen. Also auch Österreich hat dort Glasfenster und von Karl Brandl, soweit ich mich erinnere, und ich glaube auch den Altar beigesteuert. Also es war eine wirklich internationale
Gemeinschaft, die diese Kirche gebaut hat. Und La Salle wollte eben dort dann seine Arbeit weitermachen. Am Abend dieses Tages hat man ihm dann freundlich mitgeteilt, dass jemand anderer dort Pfarrer wird und man ihm dann irgendwie noch sagen wird, was er jetzt weiter tun soll. Da war er 56. Also ein Alter, wo man normalerweise darüber nachdenkt, was man in der Pension macht. Und es war natürlich für ihn ein riesiger Schock. Und er hat dann auch wirklich eine Weile gebraucht, um das irgendwie zu verdauen und zu schauen, was er jetzt weiter tun will. Nun muss man sagen, dass er erstens durch diese Session 1943 irgendwie gemerkt hat, dass das seiner eigenen Spiritualität auch geholfen hat. Das heißt, er hat einfach diese Übungspraxis der Ruhe, die er dort gelernt hat, hatte er in dieser Form nicht in seiner spirituellen Ausbildung in dieser Tiefe gelernt, aus klaren Gründen, weil das verboten war seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Das heißt, er hat gesehen, da gibt es etwas, was sehr weit führt, was mir helfen kann. Das war so die eine Seite. Die andere Seite war, dass er von Anfang an sehr gute Kontakte zu japanischen Zen-Mönchen hatte, also zum Teil auch von denen zum Beispiel gebeten wurde zu Vortragsreisen, um die Spiritualität in der Landbevölkerung oder überhaupt in der Bevölkerung irgendwie zu festigen, weil natürlich durch die Niederlage und durch die Amerikanisierung die japanische Kultur und damit aber auch die japanische Religiosität sehr, wie soll ich sagen, sich verändert hat. Das kann man an japanischen Filmen aus dieser Zeit sehr gut sehen. Das heißt, er hatte da sehr gute Kontakte und dann dachte er, okay, also nachdem sich niemand gefunden hat, der einem neuen Job gegeben hat, man hat ihn offensichtlich sozusagen auf der Wäscheleine aufgehängt und dann vergessen. Also so steht es nirgends, das ist jetzt meine etwas bildliche Beschreibung. Hat er dann überlegt, dass er eigentlich beginnen könnte mit Zen-Praxis. Da war er 58 und ist tatsächlich dann zum damals bedeutendsten Zen-Lehrer Harada Roshi gegangen und hat als alter Mann begonnen, in einem Zen-Kloster Sogenji zu üben. Nun muss man ja sagen, in einem Zen-Kloster sind normalerweise junge Leute, die dort vorbereitet werden darauf, dass sie dann den Tempel des Vaters übernehmen. Das heißt, das ist ein bisschen so ein Internat auch und relativ streng. Und Zen-Praxis ist sowieso eine anstrengende Angelegenheit. Also ich sage das einfach deswegen, weil man nicht so selbstverständlich annimmt, dass ein Mensch in diesem Alter sowas anfängt. Er hat das. Bitte? Hat das nicht der Leonard Cohen auch gemacht, wie er schon viel älter war? Oder? Können wir das nachher dann? Er hat dann sehr rasch begonnen, seine Erfahrungen auch niederzuschreiben und hat ein Buch rausgebracht, 1960, Zen, Weg zur Erleuchtung. Das hat zunächst gute Rezensionen gekriegt, erschien übrigens in Wien bei Herder mit einem Imprimatur, also einer Druckerlaubnis vom Kardinal König. Allerdings haben sich dann sehr rasch Stimmen gefunden, die gesagt haben, das geht nicht, und das Buch wurde dann de facto verboten. Und man hat auch ihm selbst verboten, anderen Leuten Zen beizubringen, also Christen Zen beizubringen. Das war ein ziemlicher Schlag. Allerdings war es so, dass er Glück hatte in gewisser Weise, oder auch wir Glück hatten, weil es kam dann das Zweite Vatikanische Konzil. Das haben mittlerweile viele Leute vergessen, dass es das gegeben hat. Aber das war wahrscheinlich eine der einschneidendsten und wichtigsten Ereignisse in der Spiritualitätsgeschichte der letzten 100, 150, 200 Jahren. Das Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 65 hat ganz vieles, was bis dahin als selbstverständlich galt, als Möglichkeit, aber nicht mehr als einzige Wahrheit hingestellt. Und vor allem ganz wichtig, erstens hat das Zweite Vatikanum Religionsfreiheit
festgeschrieben für die katholische Kirche. Das heißt, es gibt keinen Zwang zur Religion, was bis dahin nicht so war. Und das Zweite ist, dass das Zweite Vatikanische Konzil auch die Spiritualität anderer Religionen anerkennt oder andere Religionen anerkennt. Und zwar so weit, dass den Christen und Christinnen aufgetragen wird, jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozialen und kulturellen Werte, die sich bei den anderen Religionen finden, anzuerkennen, zu wahren und zu fördern. Also nicht nur zu sagen, ja, ist auch wahr, sondern anzuerkennen, zu wahren, also darauf zu achten, dass das nicht kaputt geht, und zu fördern. Und in einem anderen Dokument heißt, dass es eine Aufgabe der Orden ist, diese Spiritualitäten zu pflegen, so wie sie dort gelebt werden. Das ist bis heute umstritten, muss man sagen, obwohl das Zweite Vatikanum das sehr klar ausgesprochen hat. Ein wesentlicher Helfer sozusagen für La Salle war in diesem ganzen Kontext Pedro Arrupe, ein spanischer Jesuit, der damals dann auch General wurde, den La Salle gut kannte aus Japan und der La Salle immer unterstützt hat. Der La Salle auch unterstützt hat, wenn zum Beispiel seine unmittelbaren Vorgesetzten ihm wieder mal verbieten wollten, dass er Zen lehrt. Das kam immer wieder vor. Das ging so weit, dass La Salle sich dann überlegt hat, ob er nicht aus dem Orden sich ausschließen, also exklaustrieren lassen soll, weil er gemerkt hat, dass ihn seine Vorgesetzten einfach hindern wollen. Und er das Gefühl hatte, das passt nicht, ich muss diesen Weg gehen. Und Arrupe hat als General des Jesuitenordens hat er das letzte Wort und hat ihm den Weg freigemacht. Er hat dann La Salle sehr rasch begonnen, Zen-Kurse sowohl in Japan zu geben, als auch dann ab 67 in Deutschland. 67, 68, das war die Zeit der großen Studentenrevolution, der Veränderung auch in der Kultur. Er wurde eingeladen zu einer Tagung in Schloss Elmau, wo auch Karl Fried Graf Dürkheim, wo der I.H. Schulz, wo sozusagen alle, die irgendwas mit Spiritualität zu tun hatten, eingeladen waren. Und ab dann wurde er und was er gemacht hat, sehr stark in Deutschland und in Europa rezipiert und hat 68 dann den ersten Zen-Kurs in Europa gegeben, im Kloster Niederaltaich. In Japan konnte er dann auch in der Nähe von Tokio ein Haus einrichten, ein Meditationshaus Shimekutsu. Man sieht da die Anlage und den Meditationsraum mit dem großen Altarstein im Mittelpunkt. In der Zwischenzeit hat La Salle weiter Zen geübt und wurde dann 1978 hat er dann die offizielle Befugnis bekommen, Zen zu lehren, und zwar ohne Buddhist zu werden, also ohne Chukai zu nehmen, also die Gelübde. Dazu muss man sagen, Yamada Kōen Roshi, das war sein Lehrer, war, und das war wahrscheinlich eine der Möglichkeiten, warum das überhaupt ging, er war kam nicht aus einer monastischen Tradition, sondern aus einer Laien-Zen-Tradition. In Japan hat es also interessanterweise gibt es eigentlich in allen Religionen ab Ende des 19. Jahrhunderts ganz starke Laienbewegungen. Und so gab es das auch nicht nur bei uns, sondern eben auch in Japan oder auch in anderen buddhistischen Ländern. Und dadurch, dass Yamada Kōen eben nicht an diese institutionelle, nicht so institutionell eingebunden war, war es auch möglich, dass er einen Jesuiten, einem Priester, ein Amt übergibt, das eigentlich nur innerhalb der buddhistischen Tradition weitergegeben wird. Also man muss das wirklich sehen, das ist etwas, was in der Religionsgeschichte einmalig ist, soweit man das überhaupt sagen kann. Dass La Salle musste nicht Buddhist werden, sondern es wurde ihm dieses Amt, Zen zu lehren, die Befugnis Zen zu lehren, übergeben, ohne dass er Buddhist wurde. Warum das so ist, aber das können wir dann noch später mal sprechen. Ein wesentlicher Punkt war aber, dass beide aufgrund der Erfahrungen der Kriege, die sie erlebt haben, der Meinung waren, dass die Zen-Praxis eine lebendige
Brücke des Friedens sein kann. Also nicht zwingend ist, aber sein kann. Und das war ein wesentlicher Punkt für Yamada Kohn Roshi, ihm die Erlaubnis, all die Erlaubnis zu geben. Also man muss wirklich beides sehen. Es ist keine einseitige Angelegenheit, sondern es war eben diese Erlaubnis kam von jemandem aus in der buddhistischen Tradition verankert. Es entstand dann in Dietfurt im Altmühltal in einem ehemaligen oder einem immer noch Franziskanerkloster, wurde der ehemalige Kreuzgang umgebaut zu einer Meditationshalle, und von dort aus sind dann viele weiteren Meditationshäuser entstanden, also da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe davon. Aber das war definitiv das erste, das Meditationshaus St. Franziskus. Manchmal hört man heute vom LaSalle-Haus in der Schweiz, das kam erst viel später. Die Frage ist, und ich möchte jetzt eher noch auf das Inhaltliche übergehen, was hat denn LaSalle dazu gebracht, so einfach Zen und Christentum in irgendeiner Form zusammenzubringen? Also es war, wenn man seine Tagebücher liest, keineswegs eine einfache Reise. Aber er hatte natürlich, weil er auch ein Kenner der Mystik war, eine Menge von Anhaltspunkten, an die er sich halten konnte. Also nur ein paar, eben den Dionysius Areopagita oder die Wolke des Nichtwissens oder Ernst von Reusbrück oder eben vor allem Johannes von Kreuz, deren Schriften er studiert hat, über die er dann auch geschrieben hat und in denen er das, sozusagen die Resonanz zu der Zen-Praxis, die er im Kloster kennengelernt hat, bei den Sessions kennengelernt hat, dass er diese Resonanz dort finden konnte. Dann gab es aber einen ganz wesentlichen Punkt. Die christliche Spiritualitätstradition hat sich, je weiter sie sich von der Antike entfernt hat, umso mehr in eine sehr sinnenfeindliche Geschichte verwandelt. Der Karl-Heinz Steinmetz hat die Geschichte des Mittelalters erzählt letztens, das war ein bisschen anders, aber es war ein wesentlicher, vor allem in der Neuzeit, war ein wesentliches Wort die Mortificatio, also die Abtötung hieß das Wort in der Spiritualitätsgeschichte. Damit war gemeint, alle sinnliche Wahrnehmung, also es geht gar nicht nur um Sexualität, sondern alle sinnliche Wahrnehmung muss man abdrehen. Und durch die Zen-Praxis, was natürlich einfach keine sehr hilfreiche Praxis ist, Fußnote, weil wir einfach Sinnenwesen sind. Die Frage ist, wie geht man mit dieser sinnlichen Erfahrung um, also mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und so weiter. Und die Zen-Praxis hat für LaSalle dann eine wesentliche Akzentverschiebung gebracht. Es gibt so eine schöne Beschreibung in seinen Tagebüchern. Er war ein begeisterter Motorradfahrer und hat ein neues Motorrad gekriegt, das er aus Tokio abgeholt hat und dann runtergefahren ist nach Hiroshima, also es sind so 1000 Kilometer. Und da war im Winter und dann beschreibt er, die Fahrt durch den kalten Wintermorgen war mir in dieser frostigen, nebligen, mit Rauhreif bedeckten Landschaft wirklich ein Hochgenuss. Vielleicht hat das Sazen auch damit was zu tun. Da der Geist leer wird, kann man die Natur besser genießen. Man fühlt sich in etwa eins mit dieser Natur. Wenn es keine Schlechtigkeit bei den Menschen gäbe, könnte man schon mit dieser Wirklichkeit glücklich und zufrieden sein. Das heißt, er hat da plötzlich, nachdem er, und das, und er schreibt an dieser Stelle etwas weiter vorne oder danach, weiß ich nicht mehr, sagt er, also früher hätte er diese Kälte als unter der Rubrik Abtötung gespeichert. Aber plötzlich kriegt sie eine neue Wertung und durch die Zen-Praxis. Und er findet dann, und das ist das Interessante, dann in der christlichen Spiritualitätstradition genügend Quellen, die ihn bestätigen in dieser Perspektive. Tatsächlich ist eben ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte, dieser Umschwung, dass es nicht um die Abtötung der Sinne, sondern um eine Umwandlung der Sinne geht. So wie das der Huineng, der sechste Patriarch des Zen auch sagt. In den Worten LaSalles, es geht
um eine innere Wachsamkeit oder Achtsamkeit auf das Vollkommene und wenn möglich Vereinigung mit Gott im Herzen. Also es ist eine ganz andere Ausrichtung, die man heute, das kann ich jetzt mal vorweg schon sagen, auch heute durchaus in der spirituellen Praxis im christlichen Raum merkt, diese Verschiebung. Ein weiterer wichtiger Punkt, entscheidender Punkt für ihn war, dass er bei Dogen, dem großen Zen-Meister des 13. Jahrhunderts und bei Johannes von Kreuz, Anweisungen zur Übungspraxis gefunden hat, die eigentlich fast identisch sind. Johannes von Kreuz sagt, nichts hoffen, nichts fürchten, sich über nichts freuen, über nichts traurig sein, also diese Art von Gelassenheit. Und bei Dogen heißt es, nicht hassen, nichts verlangen, nichts im Herzen bedenken, um nichts Leid tragen. Also es ist dieselbe Haltung beschrieben. Und für ihn war diese beiden Zitate finden sich in seinen Tagebüchern an mehreren Stellen, was sonst nicht so häufig ist. Das heißt, er hat aus der christlichen Spiritualitätsgeschichte hat er die Resonanz gefunden zu dem, was er in der Zen-Praxis erfahren hat, sodass es für ihn möglich war, das zu verbinden. Dazu muss man allerdings sagen, dazu muss man die christliche Spiritualitäts- und Mystikgeschichte auch kennen. Wenn man sie nicht kennt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Das nächste Wichtige ist, dass es für ihn ging um eine Erfahrung Gottes. Und diese häufige Diskussion, die es in christlichen Kreisen bis heute immer wieder gibt, also Gott wäre Personal und es ginge im Zen um Apersonales. Das ist eine Diskussion, die interessanterweise in dieser Form erst seit den 1950er Jahren in der Theologie geführt wird. Bis dahin, also wenn man sich die Älteren, also auch bei Eckhart zum Beispiel, anschaut, wie der schreibt, da geht es nicht um personale Gotteserfahrung, sondern da geht es um Gotteserfahrung, Gott um Gottes Willen lassen, also um nichts. Und LaSalle selber hat sich da aus diesen Diskussionen vollkommen herausgehalten. Ich glaube, er hat das als ziemlich, wie soll ich sagen, von der eigentlichen Aufgabe wegführend betrachtet. Damit das aber in irgendeiner Form argumentierbar ist für Leute, die hier sitzen, kann man sagen, dieses Schema ist von einem Jesuiten in Sri Lanka, der sagt, natürlich geht es im Buddhismus um Erlösung und Befreiung und für im Christentum um eine Vereinigung mit Gott. Und wenn man sich die Beschreibungen anschaut, stellt man fest, Nirvana wird negativ beschrieben als Nichtlust, Nichthass, Täuschungsfreiheit und Gott positiv als Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit. Also Nichtlust, Nichthass ist, glaube ich, problemlos mit Liebe und Barmherzigkeit zu identifizieren und Täuschungsfreiheit, glaube ich, kann man mit Weisheit identifizieren. Das ist aber etwas, was LaSalle in dieser Form nicht sagt. Das ist jetzt einfach ein Versuch einer Verständnishilfe. Was war das Ergebnis von LaSalles Leben und Wirken? Ich denke, er hat ganz wesentlich die strukturelle Veränderungen der Spiritualität bewirkt. Erstens ist nicht nur durch ihn, aber wesentlich durch ihn die christliche Mystik überhaupt wieder entdeckt worden. Also so ein Vortrag wie letzte Woche von Karl-Heinz Steinmetz wäre vor 40, 50 Jahren undenkbar gewesen. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass in jedem christlichen Bildungshaus gibt es irgendwelche Mystikkurse. War bis in den 50er, 60er, 70er, auch noch 80er Jahren, auch in den 90er Jahren, also absolut ungewöhnlich. Das Zweite ist, dass Mystiktexte überhaupt mal bekannt wurden. Da war wesentlich beteiligt dran auch der Verlag Herder mit der Reihe Texte zum Nachdenken. Aber ganz wichtig auch zum Beispiel eben diese Veröffentlichung von der Wolke des Nichtwissens, diesem mittelalterlichen Kartäusertraktat, der da wieder entdeckt wurde und der tatsächlich sehr viel Parallelen mit der Zen-Praxis hat.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Rehabilitierung der Kontemplationspraxis. Wie ich schon sagte, war diese Art von Praxis ab dem 17. Jahrhundert de facto verboten. Da könnte man jetzt einiges dazu sagen, was aber, glaube ich, zu weit führt. Kontemplation ist heute ein Wort, das im christlichen Kontext durchaus beginnt, geläufiger zu werden. Also es gibt verschiedene Formen christlicher Kontemplation. Darüber könnte man jetzt dann auch noch reden, aber es ist einfach als Tradition, als Praxis, dass überhaupt so etwas wie Meditationspraxis im Christentum eine zentrale Rolle spielt, ist durch LaSalle ganz wesentlich ans Tageslicht gebracht worden. Ein weiterer Punkt ist die Institutionalisierung von Zen-Praxis für Christen. Das wird natürlich unterschiedlich interpretiert, über das können wir dann auch gerne nachher sprechen. Aber tatsächlich gibt es heute Zen-Zentren im christlichen Kontext in Europa, in Asien, in Lateinamerika und in den USA, die das unterschiedlich interpretieren, weil es auch nach meiner Meinung zu wenig theologische Auseinandersetzung gibt. Aber jedenfalls gibt es diese Orte. Und wenn man in ein Kloster kommt, in ein katholisches oder auch in ein Bildungshaus, wird man im Allgemeinen diese Meditationsschemel finden. Und man findet sie auch sonst öfter mal bei diversen ESO-Läden und sonst was. Diese Meditationsschemel gehen auch auf LaSalle zurück. Und die sind sozusagen der materielle Token dafür, für alles das, was ich gesagt habe. Es war nämlich so, dass nach dem ersten Buch Zen, Weg zur Erleuchtung, hat ihm ein Mann aus Deutschland mit Vornamen Manfred geschrieben. Der hat gesagt, er findet das Buch ganz toll, aber er kann so nicht sitzen. Was soll er machen? Er kann nicht im Lotus und auch nicht im Halblotus und überhaupt nicht sitzen. Und dann hat LaSalle ihm geschrieben, er soll sich nicht keinen Stress machen. Also er schickt ihm ein Modell von einem Schemel. Und dieser Schemel, der wurde ursprünglich in Japan entwickelt von Zen-Meistern für ihre Laienschüler. Und ist eben über diesen Weg nach Europa und nicht nur nach Europa, sondern auch in die USA, also sozusagen ein internationales Meditationsmöbel geworden. Ich habe immer wieder den Eindruck, bin gerade dabei, ein Buch rauszugeben über LaSalle und seine Wirkungen, also das heißt mit Texten von Leuten, die aus dieser Ecke, aus dieser Tradition kommen, und war ein bisschen überrascht, dass den meisten Leuten, oder nicht den meisten, aber erstaunlicherweise relativ vielen Leuten, gar nicht klar ist, was das für eine Pionierleistung war, die LaSalle da gemacht hat. Heute findet man nichts dabei, wenn man als in eine buddhistische Gruppe geht oder als Christ irgendwie sich für Buddhismus interessiert. Das war nun um diese Zeit, in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren, überhaupt nicht selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, es war de facto verboten. Das ist heute nicht mehr, aber es war kirchenrechtlich verboten. Und LaSalle hatte aufgrund von politischen Verwicklungen, die in Japan waren, konnte er an diesem Session 1943 teilnehmen, ohne dass er dieses Verbot durchbrochen hat, weil er das als kulturelle Praxis betrachtet hat. Das hat eine Hintergrundgeschichte. Auf jeden Fall, er hat einfach nichtsdestotrotz etwas gemacht, was seine Mitbrüder sehr problematisch betrachtet haben. Also einer der wichtigen Forscher zum Thema Zen-Buddhismus, Heinrich Dumoulin, ein Jesuit, der meinte, also der Pater LaSalle, der ist zu weit gegangen, das kann man nicht machen so. Und Sie werden diese Meinung immer wieder auch heute noch finden. Ich denke aber, dass tatsächlich diese Zen-Praxis einfach eine Möglichkeit und eine Tiefe hat, die über die Religionen, konkreten Religionen hinausgeht. Man kann sie nicht ohne den Buddhismus verstehen und die buddhistischen Formen sind wichtig, aber man muss auch, glaube ich, verstehen, dass man Religionen
vielleicht doch besser als Sprachen versteht und nicht als absolute Gebilde. Ich meine, niemand würde was dabei finden, dass man Englisch gut kann. Deswegen, weil ich Englisch kann, bin ich trotzdem noch des Deutschen mächtig, glaube ich. Und ich habe auch meinen österreichischen Pass immer noch, obwohl ich mich in anderen Weltgegenden auch recht wohlfühle, etc. Das heißt, diese Art von Identitätspolitik, die vielfach hinter oder mit diesen Einschränkungen verbunden ist, ist, glaube ich, etwas, was besser abzulegen wäre. Einerseits. Andererseits denke ich, es ist wichtig, die Tradition des Zen zu respektieren und nicht einfach irgendwas damit zu machen. Das gibt es auch. Es ist etwas, was, glaube ich, ungewöhnlich ist, weil wir uns alle, so wie wir da sitzen, sind wir groß geworden in einem Klima, das sehr wesentlich durch religiöse Einschränkungen bestimmt war und ist. Und ich denke, das, was die Zen-Praxis kann, ist, diese Einschränkungen zu öffnen. Es muss nicht sein, aber es kann so sein. Und was LaSalle persönlich anlangt, das hat er mal in einem Interview gesagt, alles, was ich wollte, war, den Menschen zu helfen, weiter nichts. Also mein Eindruck ist, es ist ihm ganz gut gelungen. Ja, vielen Dank. So, ich setze mich da jetzt kurz rauf. Ja. Spring herauf. Genau. Ja, sehr spannend. Vor allem auch, was die Jesuiten im Gegensatz zu anderen Orden geleistet haben, auch in der kulturellen Begegnung und in der Akzeptanz. Ich habe jetzt auch schon einige Fragen aus dem Chat-Publikum. Ah ja, gut. Hier, ja. Das ist so gut. Ja, und eine, die auch mir selber auf der Zunge brennt. Wie ist es gekommen, liebe Ursula, dass du ausgerechnet die Biografin von Pater LaSalle geworden bist? Habt ihr euch näher gekannt oder hat er auch Zen-Kurse gegeben? Also ich bin zum Zen gekommen im Wesentlichen nicht ganz durch ihn, aber fast ganz durch ihn. Das heißt, ich bin irgendwann in Wien in einen Einführungskurs gegangen, vor mittlerweile 75 war das, glaube ich, oder 76, also ist schon länger her. Und bin dann im Jahr drauf zu einem Session von Pater LaSalle gegangen, das er in Wien gehalten hat. Und das war für mich aus vielen Gründen eine sehr einschneidende oder tiefgreifende Erfahrung, unter anderem deswegen, weil ich wahnsinnige Schmerzen hatte in den Füßen und beschlossen habe, ich höre nie wieder auf, dann ist zu sitzen, weil ich den nicht ganz falschen Eindruck hatte, dass die Übung da doch eine Rolle spielt, ob es sehr weh tut oder nicht. Und ich habe dann ab 1979, glaube ich, oder ja, ich denke 1979, bin ich dann in Dietfurt sehr oft gewesen. Also Dietfurt, ich habe diesen Platz ja vorhin gezeigt, wo LaSalle eben sehr viele Kurse gegeben hat. Also ich denke mal, dass ich wirklich mehrere Wochen pro Jahr dort sein konnte. Das waren glückliche Umstände auch, die mir das ermöglicht haben. Und LaSalle ist dann 1990 gestorben und ich war im Jahr drauf, durch Zufall, also nein, Zufall war es eigentlich keiner, ich war einfach in Japan zusammen mit meinem damaligen Zen-Lehrer, dem Padama Sami, und es war irgendwie so, ich hätte eine Menge Dinge tun sollen, die sind alle ausgefallen, also die ganzen Veranstaltungen, und ich konnte aber, ich hatte so ein ganz billiges Ticket, das heißt, ich konnte das auch nicht zurückgeben und früher wegfahren, sondern ich musste irgendwas machen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ich könnte doch den Pater Riesenhuber besuchen. Das war der Nachlassverwalter von Pater LaSalle. Riesenhuber ist
ist ein Theologieprofessor, der die Kirchenväter ins Japanische übersetzt hat. Also das ist schon eine sehr große Leistung. Der Bruder übrigens von dem früheren Forschungsminister. Und dann saßen wir, ich muss das ein bisschen beschreiben, dann saßen der Pater Riesenhofer und ich einander gegenüber und wussten eigentlich nicht so recht, was wir miteinander eigentlich anfangen sollten. Bis ich ihn dann gefragt habe, ich hatte gehört, dass es Tagebücher von La Salle gibt und ich habe gefragt, ob was mit denen ist. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen drüber. Er hat festgestellt, also erstens, ich kenne mich mit Theologie aus, ich bin Philosophin, habe auf der Uni Buddhismusvorlesungen, das heißt, ich kenne mich auch mit Buddhismus aus. Ich habe eine längerfristige Zen-Praxis und vor allem, ich mag den Pater La Salle sehr. Das war ein wesentlicher Punkt, weil unter den Jesuiten war er nicht so beliebt. Und dann meinte eben der Pater Riesenhofer, ob ich nicht die Biografie von La Salle schreiben wollte. Und dann habe ich noch ein Gespräch mit Pater Dümmeler gehabt, weil der also eine maßgebliche Person damals war. Ja, und so bekam ich den Auftrag, die offizielle Biografie von La Salle zu schreiben. Also ich kannte ihn sehr gut, kann ich sagen. Und die Umstände haben es dann so gebracht, dass ich das dann schreiben konnte. Dieses dicke Buch, das hier steht, mit dem, das dünklere, das ist die Biografie, die längere Version, die eben dann erstellt wurde im Auftrag der Jesuiten. Die gibt es leider nur noch antiquarisch, aber manchmal auch in Bibliotheken. Das heißt, das war wahrscheinlich eine jahrelange Arbeit. Also schon das sehr kann man in aller Ruhe sagen. Weil, also die Tagebücher zu lesen war eine Katastrophe, schlicht und einfach. Er hatte Tagebücher ungefähr in dem Format geschrieben. Das heißt, auf sein A3-Blatt sind 8 so kleine Zettel gegangen und der Stoß mit den fotokopierten Blättern war so hoch. Also ich weiß gar nicht, wie viele tausende Seiten. Das war aber nicht das Problem. Das Problem war eigentlich, dass er über viele Jahre lang kohärent geschrieben hat. Das konnte ich zwar theoretisch lesen, aber nicht gut. Ich konnte vieles nicht entziffern. Dann habe ich gedacht, ich frage eine alte, sehr gebildete Dame, ob sie das lesen kann. Die konnte das nicht lesen. Dann habe ich meine Mutter gefragt, die das ja auch in der Schule noch ordentlich gelernt hat, konnte es auch nicht lesen. Also blieb mir nichts anderes über, als das selber zu lesen. Der Punkt war, er hat diese Tagebücher einfach für sich geschrieben. Das heißt, er hat sich A, nicht darum bemüht, besonders leserlich zu schreiben, B, einfach auch oft Abkürzungen verwendet, manchmal auch so Kurzschriftzeichen reingesetzt, mit denen ich dann oft auch gar nichts anfangen konnte. Also sie waren einfach nicht dafür gedacht, so veröffentlicht zu werden. Und das Interessante war aber, dass er in dem Moment, in dem er sich überlegt hatte, aus dem Jesuitenorden sich exklaustrieren zu lassen, damit er seine Zen-Praxis und sein Zen-Projekt weiterführen kann, dass er ab dem Moment dann Latein geschrieben hat. Also allein an diesem Umstand kann man sehen, was das für eine wahnsinnige Anspannung und was da sozusagen für ihn persönlich am Spiel gestanden ist auch. Ja, ich habe ziemlich geschwitzt dabei. Es war aber auch eine wirklich interessante Lektüre. Es war einfach für mich eine Begegnung mit ihm nochmal auf eine sehr tiefe Weise. Aber du hast schon einige Jahre sozusagen bei ihm verbracht. Das war schon. Ja, aber war in Wien also ich kannte ihn auf eine Weise. Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass ich ihn auf eine sehr subtile und tiefe Weise eigentlich sehr gut gekannt habe. Aber natürlich, du hast ein Session ist so, dass erstens sitzen alle und schweigen, zweitens hat man wenig persönliche Kontakte. Verstehe. Na gut, danke für die ausführliche Antwort. Dann gibt es noch eine Frage von der Katharina. Ist das heute immer noch so, dass Jesuiten ein nahes Verhältnis zum Zen-Buddhismus haben? Also für den Jesuitenorden im Allgemeinen kann man sowieso keine Aussagen treffen. Man kann auch nicht sagen, dass der Jesuitenorden per se oder überhaupt ein Orden per se ein nahes Verhältnis zum Zen hat. Es gibt innerhalb der katholischen Kirche Leute, die diesen Weg gehen und Leute, die sich da wirklich
intensiv damit dreinlassen drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt an die Jesuiten gebunden. Mhm. Es war einfach ein, La Salle war ein Jesuit und der Orden hat das ermöglicht. Ja. Verstehe. Mhm. Gibt es auch aus Ihrer Sicht Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen Seen und MBSR? Also ach, das ist eine heikle oder nicht heikle Frage. Also es führt eigentlich ein bisschen weit, aber kurz gesagt kann man sagen, MBSR, ich meine, ich bin ja selber MBSR-Lehrerin, MBSR ist einfach ein Versuch, Achtsamkeitspraxis mit Yoga zu kombinieren und mit ein paar anderen Sachen, sodass es ein Hilfsmittel ist, um schwierige Lebenssituationen besser zu managen oder besser auf solchen Situationen zu surfen sozusagen. Es ist ein Tool in gewisser Weise, ein Hilfsmittel. Zen oder auch Vipassana sind spirituelle Wege und das ist was anderes. Ja, dann kam noch von Sibylle ein Fragenkomplex, muss ich sagen, mehrere. Na servus. Ja. Wo in Wien kann man Zen praktizieren? Gibt es große Unterschiede in der Seenpraxis? Und gibt es große Unterschiede zwischen Seen im Kontext mit christlicher Mystik und traditionellen buddhistischen Seenpraktiken? Das ist in der Tat. Also erstens gibt es in Wien eine ganze Reihe und das findet man im Internet ziemlich ausführlich. Es gibt buddhistische Gruppen und es gibt Gruppen, die nicht zum buddhistischen Kontext gehören, sondern im christlichen Kontext sich aufhalten. Es gibt innerhalb der buddhistischen Tradition große Unterschiede in der Zen-Praxis. Also es gibt erstens zwei große Richtungen, Soto und Rinzai. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen, wie japanisch die Praxis sein soll oder auch wie strikt die Praxis sein soll, wie monastisch die Praxis sein soll, wie sehr sie sich an die japanische Hierarchie anlehnen soll oder nicht. Im Wesentlichen ist es eine Frage der, glaube ich, der Person, die das leitet. Und ich würde ganz generell sagen, also wenn man das machen möchte, dann soll man sich einfach gut anschauen, ob einem die Person, die das leitet, auch angenehm, oder angenehm ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, ob man das Gefühl hat, dass das eine Person ist, die den eigenen oder den Ansprüchen der Praxis auch entspricht. Also es gelten bei spirituellen Lehrern, glaube ich, ganz allgemein, kann man sagen, wenn die Sachen machen, die man seinen Freunden nicht gestatten würde, es gibt nämlich solche Situationen, wo das dann womöglich spirituell begründet wird, dann würde ich sagen, herzlichen Dank und Rückwärtsgang und auf Wiedersehen, weil es eigentlich nicht in Ordnung ist, übergriffiges Verhalten ist in keiner Weise zu legitimieren und zu akzeptieren. Jetzt habe ich persönlich noch eine gefinkelte Frage. Okay. Und zwar vom Suzuki, die große Befreiung. Also da ist jetzt Suzuki, du hast ihn, glaube ich, auch erwähnt. Gibt es da diesen Kommentar oder ein Zitat aus seinem Buch, dass er sagt, Zen ist eigentlich keine Meditation. Also so wie wir halt Meditation heute verstehen, ja, sondern Zen nimmt wahr natürlich und empfindet alles, aber es abstrahiert und meditiert nicht. Also erstens muss man natürlich sagen bei Suzuki, dass er seinerseits natürlich eine Agenda hatte. Er war ja eigentlich, er hat, ich glaube, 10 Jahre oder noch länger in den USA gelebt, hat sich dort sehr viel mit Swedenborg beschäftigt, war auch ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Und wie er dann zurückgegangen ist nach Japan, war er dann einer der wesentlichen Autoren und Stimmen einer sehr nationalistischen und militaristischen Interpretation des Zen. Also man hat heute tatsächlich, gibt es also in diesen akademischen Diskussionen über Buddhismus, gibt es durchaus den Ausdruck Suzuki-Zen, was nicht unbedingt schmeichelhaft gemeint ist, sondern eher eine Kritik an einer bestimmten militaristischen, nationalistischen oder sehr macho-mäßigen Auffassung von Zen.
Das ist das eine. Natürlich, es stimmt. Ich meine, das Problem ist schon das Wort Meditation, nicht? Eigentlich, also traditionellerweise ist im Christentum, und das Wort kommt aus dem christlichen Kontext beziehungsweise aus dem lateinischen Kontext, meditare heißt eigentlich üben oder auch beim Soldaten exerzieren, also etwas wiederholt tun. Und in der christlichen Spiritualitätsgeschichte gibt es drei sozusagen Übungsbereiche. Das eine ist die Lectio und Oratio, also das Lesen der heiligen Texte, der heiligen Schrift und das Gebet. Dann gibt es die Meditatio, das ist das, was man dann später Betrachtung nannte. Das heißt, das bezieht sich auf Worte, auf bestimmte Inhalte, auf Texte. Und dann gibt es die Contemplatio. Und die Contemplatio entspricht dem, was Zen-Praxis ist. Im Spanischen zum Beispiel ist das leichter, weil im Spanischen ist dieses Wort Contemplation immer noch etwas, was nicht dasselbe ist wie Meditation. Sondern Contemplation ist etwas, was über den begrifflichen Kontext hinausgeht. Eben nada, nada, nichts, nichts. Und im Deutschen ist das sehr verwaschen. Und auch im Englischen ist das sehr verwaschen. Aber er hat recht, es ist in diesem Sinn keine Meditation, weil es wirklich um keinen Inhalt geht. Also dass man nicht über ein Objekt meditiert oder sich Nein, Inhalt ganz meditiert. Sicher nicht. Also ja. Es ist natürlich so, dass Gedanken kommen. Ich habe unlängst mir einen Film über den Leonard Cohen angeguckt. Und der war ja lange Zeit Schüler von Sasaki Roshi. Und da kommt dann in dem Film, erzählt er so zwischendurch, er war glaube ich 6 oder 7 Jahre am Mount Baldy, er hätte hauptsächlich während dieser Meditationsübungen hätte Songtexte verfasst. Ich glaube, ich war die einzige Person, die gelacht hat in dem Kino, weil es natürlich so ist, dass während man sitzt, kommen einem 1095 Gedanken, aber der Punkt ist eben, dass man nicht an diesen Gedanken hängen bleibt. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gibt es im Publikum noch Fragen? Meine Kollegin würde hier vorne bitte. Es gibt irgendwo ein Mikro. Ja. Danke für den Vortrag. Also Sie haben jetzt sehr viel gesprochen darüber, wie dieser Enomir Lasalle durch den Zen-Buddhismus, durch die Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus auch wieder der Bezug auf die christliche Mystik reaktiviert wurde. Und ich habe da halt die Frage, welche Berechtigung hat das dann insofern für Christen weiter Zen praktizieren, wenn man jetzt auch wieder die christliche Mystik hat? Gibt es da etwas, was trotzdem, wo es trotzdem mehr im weitesten Sinn ist? Und die zweite Frage, die ich habe, vielleicht eine umgekehrte Frage, gibt es vielleicht auch etwas, was Zen-Buddhisten vor christlicher Mystik lernen können, was vielleicht im Zen-Buddhismus nicht so vorhanden ist? Also diese Frage taucht immer wieder auf. Ich würde an dieser Stelle gerne Entspannung vorschlagen. Im Sinne von die Frage, wer kann von wem was lernen, setzt ja gewisse Hierarchieverhältnisse voraus. Und ich glaube, es geht nicht um das. Es geht darum, dass es, ich versuche das jetzt mal mit anderen Worten zu sagen, es gibt einfach eine Dimension in unserem Leben, die man vielleicht am besten mit dem Wort Geheimnis ausdrücken könnte. Also man kann dann sagen, das Absolute oder Gott oder wie auch immer, aber nehmen wir mal das Wort Geheimnis. Das ist etwas weniger belastet. Und Geheimnis heißt, es ist etwas, wo ich weiß, es ist da, aber ich kann es nicht greifen. Ich kann es nicht ausdrücken, sonst wäre es nämlich kein Geheimnis. Und man kann, glaube ich, mit einigem Recht, wenn man das möchte, das ist natürlich eine Frage der Entscheidung, der Perspektive, aber ich glaube, dass Religionen oder spirituelle Wege auf dieses Geheimnis in unterschiedlicher Form sowohl anpeilen als auch ausdrücken. So wie man halt in verschiedenen Sprachen Worte für, keine Ahnung, Weintrauben, Äpfel und so weiter hat, die nicht immer dasselbe heißen,
aber doch weiß man dann, es handelt sich um das, weil man, die Leute haben halt unterschiedliche Erinnerungen auch dran. Und ich glaube, dass man besser täte dran, dass man Religionen nicht als eine Machtinstitution mit fixen Grenzen oder sowas betrachtet, sondern einfach als eine Sprache. Sprachen sind übrigens lebendige Prozesse. Und wenn man die Religionsgeschichte anschaut, dann sieht man, Religionen sind lebendige Prozesse. Das ist nicht so einfach zu sagen. Also beim Christentum zum Beispiel würde man aus dem Christentum alles rausnehmen, was durch den Kontakt mit den Kelten und den Germanen dazugekommen ist, dann würde man das Christentum nicht wiedererkennen. Trotzdem ist das ein genuiner Teil des Christentums. Also das heißt, das ist nicht so, dass man einfach sagen kann, so, das ist jetzt das Christentum und das ist der Buddhismus, jetzt gieße ich da was rein oder gieße da was rein. Genau. Dann kommt sowas raus. Nicht? Das ist einfach nicht sehr hilfreich. Abgesehen davon, dass meine Hose ein bisschen nass ist und meine Handtasche auch, aber es ist nicht tragisch. Aber ich meine nur, das genau ist nicht die Form, wie man mit Spiritualität und spirituellen Wegen sich bewegen sollte. Sondern man muss natürlich schauen, wenn ich eine Sprache lernen will, dann muss ich mich dazu bemühen. Ich kann eine Sprache nicht dadurch lernen, dass ich heute mir ein Buch, was weiß ich, keine Ahnung, dass ich ein japanisches Zeichen anschaue und mir dann vorstelle, jetzt kann ich sie. Es ist ziemliche Arbeit, das zu lernen. Ne? Also es ist nicht so, dass das etwas Einfaches oder Lockeres ist, sondern es erfordert auch eine persönliche Investition. Das heißt, Investition im Sinn, ich muss mich da hineinbegeben. Aber es heißt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Und natürlich kann man von allem und jedem was lernen. Also ich glaube, es gibt nahezu nichts, von dem man nichts lernen kann. Und niemanden, von dem man nichts lernen kann. Sie haben jetzt erzählt, dass im Christentum früher diese Sehnpraktisch sehr wohl kritisch hinterfragt worden ist. Ist das Gleiche umgekehrt auch passiert? Also, dass, wie meinen Sie? Dass die Sehn, die Buddhisten kritisch hinterfragt haben, dass sozusagen Leute aus dem Christentum interessiert sind an der Sehnpraktisch und versuchen, das sozusagen in ihre Spiritualität einzuverleiben. Ja? Ist das kritisch betrachtet worden oder natürlich. Wird das noch kritisch betrachtet? Natürlich. Also diese Diskussion gibt es einfach. Weil es eben die Frage ist, wie viel, es ist wirklich die Frage, was verstehe ich unter Religion? Verstehe ich unter Religion was mit Machtstrukturen zu tun hat und mit Begrenzungen zu tun hat oder verstehe ich etwas, was ein Weg zur, ich sage jetzt mal, ein Weg zur Tiefe, zur persönlichen Integration und Erfahrung ist. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Positionen. Und natürlich ist es so, muss man auch sagen, dass es nicht so einfach ist, wenn zwei Traditionen wie der Zen-Buddhismus und das Christentum, die christliche Mystik, einander begegnen. Das erzeugt bei Menschen aller Sorten oft ziemliche Ressentiments und auch Ängste. Nicht? Sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Man muss auch dazu sagen, dass eigentlich, soweit ich das sehe, gehen Asiaten meistens entspannter damit um, mit solchen Fragen. Die wirklichen vehementen Angriffe kamen zum Beispiel von einem deutschen Zen-Meister, mehr oder minder Zen-Meister, der das als vollkommen unpassend fand. Man muss natürlich bedenken, dass Leute, die hier aufgewachsen sind, sehr häufig mit dem Christentum, mit Personen zu tun hatten, mit denen sie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da ist man dann grantig, ne? Das muss man ja auch noch sagen. Aber tatsächlich ist es auch so, ich denke, das ist etwas, was eigentlich nicht wirklich diskutiert wird. Vielleicht sollte ich das noch mal sagen. Was den Pater LaSalle und auch den Yamada Kohn dazu befähigt hat, dass sie eine Brücke bilden, war jetzt nicht
dass sie war die Überzeugung, dass einerseits Zen-Praxis etwas ist, was für alle Menschen relevant ist. Also es gibt von Yamada Kohn den Ausspruch, die Zen-Erfahrung ist wie Tee. Jeder Mensch kann Tee trinken, jeder schmeckt Tee. Mag sein, dass man ihn verschieden schmeckt, aber es ist Tee. Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war, die katholische Seite war, dass man zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Theologie der natürlichen Mystik gesprochen hat. Das heißt, man ist einfach durch die Begegnung mit anderen Religionen, speziell jetzt mal mit dem Islam, hat man einfach gemerkt, da gibt es ganz Ähnliches wie im Christentum. Und man ist daher auf die Idee gekommen, es gibt sowas wie eine natürliche Mystik. Das wurde auch im Ersten Vatikanischen Konzil fixiert, dass es sowas gibt wie eine natürliche Gotteserkenntnis. Fußnote oder auch nicht Fußnote, tatsächlich gibt es im Römerbrief eine Stelle, ich glaube, es ist im Römerbrief, eine Stelle bei Paulus, wo Paulus sagt, dass alle Menschen, was ist mit meinem Mikro? Dass alle Menschen, ja, irgendwelchen Gründen tot, dass alle Menschen zur Gotteserkenntnis befähigt sind. Alle Menschen können Gott erkennen und dann heißt es, das finde ich eine ganz, ganz merkwürdige Sache, und wenn die Menschen diese Erkenntnis Gottes verweigern sozusagen, es steht ein bisschen anders, man müsste den griechischen Text nochmal anschauen, dann werden sie zur Strafe ihren Leidenschaften überlassen. Das ist eine ganz merkwürdige Stelle, nicht? zur Strafe ihren Leidenschaften überlassen. Also das heißt, es ist eigentlich diese Vorstellung, dass es sowas gibt wie einen gemeinsamen Grund aller Religionen, ist tatsächlich in den Religionen selber zu finden. Die Frage ist halt, ob man das möchte oder nicht. Ne? Weil wenn man gerne sein eigenes Castle möchte, und nicht nur das Castle, sondern auch das Castle, das ist die Burg, dann wird man das nicht so sehr mögen. Da fällt mir jetzt dazu ein, diese Passage, wo LaSalle im Winter fährt, ja, und das intensive Empfinden in der Natur, das findet sich ja eigentlich bei allen Mystikern, also dass man mit der Natur verschmilzt und diese Einheitserfahrung erlebt. Ja. Das ist auch so ein Aufgehen eigentlich, ein Aufgehen in der göttlichen oder universalen Existenz, also egal welche Wörter man jetzt dafür verwendet, aber das ist so eine Einheitserfahrung, könnte man sagen, oder? Das heißt, ich glaube, wir haben die alle, weil wir können ja gar nicht anders sein, ne? Wir können nur in dieser Welt sein. Also ich kann maximal die Augen zumachen, aber die Ohren ist schon ein bisschen schwieriger. Gut, mit der Nase ist es überhaupt zu Ende, weil wenn ich die Nase zumache, das geht kurz nur. Das heißt, ich bin unentwegt in dieser Welt. Und das Problem ist mehr, dass wir das nicht in dieser Tiefe realisieren. Das ist aber mehr die Frage, eben wie weit wir uns in Vorstellungen bewegen. Aber wir sind einfach in dieser Welt so, wie wir sind, als Sinnenwesen immer da. Und das ist ja das, was eigentlich die Mystiktradition allenthalben sagt. Es geht ja nicht darum, irgendwas Neues zu entdecken, sondern es gilt das zu entdecken, was schon da, was eh da ist. Also es liegt vor der Nase sozusagen. Aber die Frage ist, ich sehe meine Nase nicht manchmal. Und das ist dann das Problem, ne? Gut, ich sehe jetzt gerade keine Hände mehr, oder hat noch jemand eine? Doch, da gibt es. Doch. Ganz kurz noch. Ah, ja. Gibt es irgendeinen Grund, wie die Mystik bzw. die Transzendenz zwischen Christentum und Zen-Praxis? Ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten oder ganz andere Verbindungen zwischen christlichen und Zen-Praktiken? Naja, also was traditionelle christliche Praxis anlangt, ist zum Beispiel, dass man still sitzt. Das war bei den Wüstenvätern,
ganz, also bei den ganz frühen Leuten, Wüstenvätern und Müttern, war das sozusagen die selbstverständliche Gebrauchsanweisung. Das wird meistens übersetzt, geh in deine Zelle, sie wird dich alles lehren, das ist so der häufige Spruch. Aber es steht im griechischen Text, steht nicht, geh in deine Zelle, sondern steht im griechischen Text, setz dich nieder, katistete. Und das haben sie auch wirklich gemacht. Man kann, ich habe das leider noch nicht selber gesehen, aber in Ägypten gibt es so alte Klöster, die also aufs 3., 4. Jahrhundert zurückgehen, wo es dann so Felsennischen gibt, wo die tatsächlich gesessen sind und meditiert haben. Also diese Praxis gibt es. Es gibt auch genauso selbstverständlich eigentlich in der, über weite Strecken in der christlichen Tradition dieses Insistieren drauf, dass Gott keine Vorstellung ist, keine Gestalt hat, nicht zu fassen ist mit Sprache oder sonst was, sondern einfach das übersteigt und dass das Gebetspraxis ist. Das gibt es genauso. Das hört halt dann in der Neuzeit auf und dadurch ist es scheinbar unbekannt, weil das einfach, das wäre ein eigenes großes Thema, warum das passiert ist. Es ist natürlich auch für eine Industriegesellschaft ist dieses Gebet der Ruhe vielleicht tatsächlich eine Herausforderung, ne? Weil es heißt, es gibt Wichtigeres, als jetzt den Mehrwert zu schaffen. Ja, und das finden sich eben diese Parallelen im Zen-Buddhismus sind ähnlich. Aber natürlich muss man auch sagen, es ist eine andere Tradition. Man kann nicht sagen, das ist dasselbe, das wäre absolut falsch. Aber was man sagen kann, ist, das ist der Raymond Panikkar, das war ein Religionswissenschaftler, ein indisch-spanischer Religionswissenschaftler, und der sagt, es gibt sowas wie homöomorphe Begriffe. Was meint er damit? Homöomorphie ist eigentlich ein Begriff aus der Mathematik. Homöomorphie heißt, dass ich aus einem Bagel eine Kaffeetasse machen kann und umgekehrt. Das geht, glaube ich, in der Praxis nicht wirklich, aber im geometrischen Prozess, also verstehen tue ich es nicht, wie das funktioniert, aber es geht einfach darum, dass man ein Objekt in ein ganz anderes Objekt verwandeln kann, indem man alle Teile dieses Objekts benutzt, alle Punkte. Das ist mehr eine topologische Angelegenheit als eine praktische, glaube ich. Also gut, und er meint, dass das mit Begriffen sehr ähnlich ist. Das heißt, dass man bei Religionen schauen muss, welche Praxis ist mit einem bestimmten Begriff verbunden oder welche Verhältnisse sind mit einem bestimmten Begriff verbunden. Also Kontemplation zum Beispiel wäre als Begriff und auch als Praxis dem, was Zen-Praxis ist, sehr ähnlich. Obwohl die Worte sehr verschieden sind und der Kontext, in dem das Ganze eingebettet ist, auch nicht identisch ist. Aber trotzdem ist die Praxis sehr ähnlich. Und offensichtlich, nachdem wie Johannes von Kreuz und andere das beschreiben, scheint das ziemlich auf selbe rauszukommen. Also wenn man das so flapsig sagen kann. Also es ist nicht dasselbe, weil es auch bei jedem Menschen verschieden ist. Ne? Aber es ist offensichtlich, gibt sowas, was... Es gibt, würde ich mal behaupten, einen gemeinsamen Grund, auf dem wir stehen als Menschen und aus dem wir kommen. Und um den geht's. Und wir haben ja auch alle, wir sind relativ ähnlich ausgerüstet. Wir haben Augen, Ohren, Nase, Mund, ein bestimmtes Gestell, das natürlich sehr unterschiedlich ist von der Größenordnung. Und es gibt auch alle möglichen anatomischen Unterschiede. Aber letztlich gibt es dann doch zwischen all den Menschen, die hier sitzen, sehr viele Ähnlichkeiten. Also wir würden einander, glaube ich, alle als Menschen erkennen, problemlos. Nicht? Und ähnlich ist das, obwohl wir so unterschiedlich sind, und ähnlich ist das hier auch. Nicht? Aber wie wir wissen, gibt es auch die Idee, dass bestimmte Menschen keine Menschen sind. Nicht? Die Idee kann man leider auch haben. Und es ist wirklich letztlich ist es eine Frage der Motivation und der Haltung, wie man mit solchen Fragen umgeht.
Also es gibt keine Letztbegründung, keine stringente, das wollte ich damit sagen. Und es erfordert natürlich möglicherweise auch einen gewissen Mut, sich da auf sowas einzulassen. Gut, dann noch vielleicht als letzte Frage, wenn es eine Empfehlung gäbe, so eine Landkarte oder wie kann man sich dem annähern, so als Anfänger? Zum Zen. Ja. Also eine optimale Version ist, damit man mal mit irgendwas anfängt, täglich 10 Minuten sitzen, ohne was zu tun. Mhm. Und das regelmäßig. Ist ja schon mal eine gute Empfehlung, ja. Ja, es ist, also ich würde behaupten, ein Jahr lang täglich 10 Minuten einfach nur zu sitzen, ohne was zu tun und das wirklich jeden Tag, wer das zusammenbringt, der hat schon viel erreicht. Sehr gut. Also jeden Tag kann man anfangen. Da gibt es noch eine Frage. Also da liegt mir... Geht das? Ja, geht. Geht das, ja. Da liegt mir jetzt doch was auf der Zunge. Also als jemand meiner Generation hat man mit Zen dieses Buch Motor, wie heißt das? Okay. Heißt, ja, Motorrad, die Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten. Zu warten, da geht es ja um Arbeit, Motorrad warten. Und es gibt ja auch in der christlichen Tradition irgendwie eine Verbindung zwischen Arbeit und Mystik durchaus. Wenn ich jetzt höre, einfach hinsetzen und nichts machen, ist das ja was anderes. Also gibt es eine Verbindung zwischen Arbeit und Mystik in der christlichen Tradition und in der Zen-Tradition? Okay. Naja, Sie sprechen genau das Problem an, weswegen die Kontemplation abgeschafft wurde. Es ist einfach so, wir haben so die Vorstellung, also wir haben die Vorstellung, dass Arbeit eine bestimmte Form von Produktivität sein muss. Sei es, dass man ein Motorrad auseinandernimmt und wieder zusammensetzt oder was anderes macht. Und dass das ganz wichtig ist. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass diese Arbeitsfixierung vielleicht nicht so optimal ist. Aber abgesehen jetzt davon ist es einfach so, dieses Nichtstun ist deswegen notwendig, weil es notwendig ist, uns in unseren Routinen zu unterbrechen. Weil nur dann, wenn wir unsere Routinen unterbrechen und nicht so im Laufrad unserer eigenen Vorstellungen uns bewegen, ist es möglich, in eine gewisse Tiefe zu kommen oder überhaupt was anderes wahrzunehmen. Schöpferische Prozesse, es gibt beim Rilke gibt es irgendwo eine Passage, wo er sagt, so ähnlich wie, es gibt so Tage, wo man eigentlich gar nichts macht und in Wirklichkeit sind das die wirklich kreativen Tage. Also er sagt das viel schöner, als ich das jetzt sage. Aber tatsächlich gehört dieses Nichtstun, ist einfach ein wesentlicher Teil davon, zu einer tieferen Perspektive zu kommen. Es ist auch ein Tun. Es ist nämlich nicht, übrigens nicht einfach, täglich 10 Minuten nichts zu tun. Das werden alle, die das jemals probiert haben, 10 Minuten pro Tag zu meditieren und das regelmäßig werden bestätigen, dass es sehr schwierig ist, so eine Routine aufrechtzuerhalten, weil es 1000 Gründe gibt, warum man das jetzt nicht machen kann. Also es ist nicht so einfach. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, dass es genauer betrachtet darum geht, die Art und Weise, wie wir handeln, zu verändern. Das heißt, indem ich meine Perspektive auf die Welt verändere, verändere ich auch die Qualität meiner Handlungen optimalerweise. Das ist jetzt eine sehr optimistische Beschreibung, aber das ist die Intention. Das heißt, im Zen zum Beispiel ist Arbeit tatsächlich ein Teil der Meditationspraxis, aber es ist nicht der Ersatz für die Meditationspraxis, sondern es gehört beides zusammen. Es gehört die Ruhe und die Tätigkeit zusammen. Das ist übrigens auch beim Benedikt so. Nicht? In Zen und der Kunst, ein Motorrad zu warten, das ist noch ein eigenes Kapitel. Das Buch hat eigentlich mit Zen wenig zu tun. Also ich kenne das ziemlich gut sogar, weil es mich interessiert hat. Aber es hat mit Zen außer dem guten Titel eigentlich nicht sehr viel am Hut. Aber tatsächlich gehört sowohl zur monastischen Praxis nach Benedikt als auch zum Zen gehört die Tätigkeit dazu, aber nicht als Tätigkeit
zum Selbstzweck, sondern als Tätigkeit. Die Tätigkeit selber ist eine spirituelle Praxis und die braucht wiederum die Grundierung in der Vertiefung, in der Versenkung. Weil sonst wird es ein Dahinwursteln. Und das ist eigentlich der Unterschied. Nicht? Das kann jede Tätigkeit, kann Zen-Praxis oder jede Tätigkeit kann Gebet sein. Es gibt zum Beispiel diesen berühmten Bruder Lorenz, das war ein Mönch in Frankreich im, glaube ich, 16. Jahrhundert, dessen Haupttätigkeit war, nicht Erdäpfel schälen, das gab damals noch keine Erdäpfel, glaube ich, aber seine Haupttätigkeit war in der Küche. Und er war einfach trotzdem oder gerade deswegen war er ein Vorbild der Meditationspraxis. Das und ist bis heute, also im deutschen Sprachraum weniger, aber im englischen Sprachraum ist er recht bekannt, der Bruder Lorenz, weil er eben eine spirituelle Praxis in der Arbeit selber gefunden hat. Aber dazu braucht es eben diese andere Perspektive. Nicht? Weil die Frage ist, zum Beispiel, ist wirklich, wozu arbeite ich? Ne? Also Arbeit ist ja älter als der Kapitalismus und es wird auch eine Arbeit geben. Ja, ja, ich habe nichts gegen Arbeit. Also die Wüstenmönche zum Beispiel, die haben zu ihrem Lebensunterhalt Schilfmatten geflochten. Und wenn sie genug geflochten hatten zum Verkaufen, haben sie weiter geflochten, aber am Abend die wieder aufgetrennt. Auch das ist eine Möglichkeit. Nicht? Es ist wirklich die Frage, wozu, was ist Arbeit? Vielleicht kann man es auch so abrunden, dass man jede Tätigkeit, die man macht, mit voller Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, mit vollem Herzen macht, dann ist man einfach dabei. Und das ist einfach auch eine Praxis. Ist ja egal, ob man kocht oder ob man eben geht oder ob man etwas strickt oder ob ich jetzt vielleicht auch... Ja, aber trotzdem würde ich behaupten, dass es immer noch auch wichtig ist, zu schauen, in welchem Kontext man das macht. Nicht? Ja, weil na klar, man kann natürlich auch, zum Beispiel... Dinge, die anderen, man kann auch, also andersrum, auch ein Taschendieb ist vollkommen aufmerksam. Okay, ja. Also es geht auch um die Haltung. Er ist ein schlecht, es wäre sogar ein sehr schlechter Taschendieb, wenn er nicht aufmerksam, dann hätte er einfach seinen Job verfehlt. Das heißt, es geht nicht nur um das Präsenzsein, sondern es geht um die tiefere Motivation dabei. Ja, die Haltung auch, ja. Ja, sehr gut. In diesem Sinne, ich denke, es gibt noch vieles zu diskutieren und sagen. Aber Ursula Barth ist ja in Kürze wieder da. Aber mit was anderem. Mit einem anderen Thema, ja. Aber auch Thich Nhat Hanh um die Achtsamkeitspraxis. Und zur Achtsamkeit möchte ich jetzt noch kurz auf ein neues Buch von Ursula verweisen. Es ist nämlich Achtsamkeit zu einem Boom geworden. Also der Untertitel ist der Boom. Hintergründe, Perspektiven, Praktiken. Und am 15. Februar gibt es eine Präsentation in der Buchhandlung Herder und zwar sogar gemeinsam im Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Steinmetz. Ja, der völlig unbekannt ist. Ja. Genau, der letztens hier war. Also das können Sie sich gerne mitnehmen, liegt dann am Büchertisch. Und ja, vielen Dank für die Bewerbung. Ich habe völlig vergessen, dass ich es ja mitnehmen hätte sollen. Ja, also in diesem Sinne herzlichen Dank, Ursula Barth. Dankeschön. Und auch dem Publikum. Danke für den Abend. Und danke auch der medialen Gestaltung. Das wird man dann erst später merken, wenn es im Netz steht, aber ohne die Kamera und die Aufnahmetechnik wäre das auch nicht gegangen. Vielen Dank. Dankeschön.